Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Bioshock Infinite. Ja, gut, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal rein. Du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Tja, das wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen, diesen Monolog von der Elizabeth. Ich weiß nämlich nicht, ob man den in der letzten Folge noch gehört hat, deswegen, ja, habt ihr ihn jetzt nochmal mitverfolgen können. Das Ganze bezog sich auf die Frau, auf die Lady Comstock, auf ihre Mutter halt, die wir ja mittlerweile, zumindest ihren Geist, getötet haben und wieder ins Jenseits verfrachtet haben. Und nun müssen wir drei Risse in dieser Welt finden. Wahrscheinlich ihren Fußspuren folgen. Und bei diesen Rissen, okay, da geht's runter, das wusste ich nicht. Und bei diesen Rissen müssen wir dann, ja, was müssen wir da eigentlich machen? Gute Frage. Auf jeden Fall ist, glaube ich, da oben der erste. Was? Wo bin ich? Hallo? Ja, da oben ist der erste, ich sehe ihn schon. Können wir da nicht rauf? Hallo, wieso kann ich da nicht rauf? Das sieht als sehr rissmäßig aus, also bitte. Sollen wir da durchgehen? Dann würden wir wieder in eine andere Realität kommen. Ich würde aber sagen, vorher hören wir uns noch dieses Voxophon an. Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Wo ist der Riss hin? Riss! Toll, wieso ist der Riss verschwunden? Ja, frage ich mich auch. Na gut, dann schauen wir mal in diese Richtung. Ah, hier gehen die Fußspuren auch weiter, das ist gut. Zum Market District. Na toll, ich hätte da einfach reingehen sollen. Ich hätte gar nicht lange überlegen dürfen. Oh, come on. Da hinten Riss? Das glitzerte zumindest. Ah, da müssen wir wahrscheinlich rein. Nachdem wir den Typen da besiegt haben. So. Will wieder rum Ärger machen hier. Nicht während meiner Schicht. Suche im Lotezelabor, im Fotoladen und in der Bank nach Rissen. Ah, das sind jetzt aber schon ein bisschen sehr offensichtliche Hinweise. Aber gut. So, ich glaube, wir sind hier bei den Lutetze-Laboratorien. Nein, das ist die Bank, oder? Danger! Kriegst du das geknackt? Ich habe die beiden dümmsten Waffen. Eignen sich beide. Naja, eigentlich ergänzen sie sich recht gut, wenn man mal so darüber nachdenkt. Wobei für den Nahkampf habe ich jetzt nichts. Egal. Oder sind das hier die Lutetze-Laboratorien? Lassen wir uns überraschen. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ein Riss. Jupp. Soll ich ihn öffnen? Warte noch. Hoffentlich schließt sich der nicht auch spontan, so wie der andere. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Ich glaube, hier oben gibt es auch nichts weiteres. Nee. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir runter und betreten den Riss hier in den Lutetze-Laboratorien. Schade, dass die beiden nicht da sind. Sind immer sehr amüsant, wieder mal zu treffen. Okay, gehen wir einfach rein. Bin ich jetzt drin? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist ein
hast du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Wieso sind das dann nicht deine Eltern? Wie hast du das vorhin gemeint, Lady ich meine, Comstock? Woher kommt die dann? Hierher? Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Ich frage mich, wer dann ihre Eltern sind. Hören wir uns das Voxophon an. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Okay, also kommt Elizabeth aus einer alternativen Realität wahrscheinlich. Frachthaken, ja toll. Verfolgen wir lieber den Weg da nach oben. Auch wenn wir da, glaube ich, herkommen. Aber, eine Karte, genau. Das hätte ich jetzt gebraucht. In der Bank waren wir vorher ohnehin schon. Genau, hier sind die Lutetia-Laboratorien. Und ich würde sagen, wir gehen dann nochmal ganz außen rum, damit wir wieder zur Bank zurückkehren können. Ist, glaube ich, der simpelste Weg dorthin. Oder zumindest der sicherste, sonst verirre ich mich wieder in der großen Stadt. Naja, so groß ist sie ja gar nicht. Doofe Ladezeiten. Ich habe das Spiel nicht installiert, ja, ich weiß. Kann man ja bei der Xbox machen, das verringert dann die Ladezeiten etc. Aber, weiß ich nicht. Tue ich eigentlich prinzipiell nicht so gerne. Da behalte ich mir den Speicher lieber für Download-Spiele. So, da hinten kommen wir her. So, ich hätte mir eigentlich jetzt von all diesen Leichen eine Waffe nehmen können. Aber ihr kennt mich ja. Verplant bis zum geht nicht mehr. So, hoffentlich haben die Feinde hier nicht gerespawnt, aber nein. Na doch. Natürlich sind die gerespawnt. Beziehungsweise sind neue hier angekommen. Wo? Ach, da oben. Alter! Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Sorry. Wie viele brauchst du? Oh Gott. Oh, hier bin ich zum Glück in Deckung. Hier, bitte. Danke. Da ist ja jemand. An einem wolkigen Tage. Ach, da oben ist noch ein Flakgeschütz oder wie? Ein zweites. Wo? Oh. Warte mal, gleich bekomme ich die Money. Juhu! An einem wolkenfreien Tag. Ein neuer Erfolg. Wahrscheinlich, dass ich 30 Sniper-Kills mache. Ah, jetzt kommt der runter. Wo? So ist immer noch der eine nur. Oh nein, das ist ein zweiter. Ich wusste doch, da kommt von einer anderen Richtung auch noch eine Rakete geflogen. Ja, ja, ja. Oh Gott. Endlich. Ja, ich weiß, dass du nicht mehr hast. Ich brauche mein Schild. Oh Gott. Wo wusste der, dass ich dahin laufe? Wo ist er jetzt? Oh, hi. Ja, genau. Brenne du nur. Wie du mir, so ich dir, ne? Du stechst mich ab. Du lässt mich explodieren. Ich glaube, den habe ich jetzt in der Luft abgefangen, sozusagen, den Schuss. Verdammt. Gibt es hier Leben? Yes, genau der richtige Automat. Komm.
glaube irgendwie, das Sniper Rifle ist hier effektiver. Ist das Ding. Crap. Ich verliere so viel Geld. Nein! Das war ein Kampf. Ja, nehme ich gerne. Okay, jetzt aber hoffentlich ungestört zur Bank. Eine Gasse? Waren wir da schon? Kam mir gerade ein bisschen unbekannt vor. So. Was? Oh. Die ganze Zeit sagst du... Los, mach. Wow! Ich bin hier unten. Okay, passt schon. Ich will nur schneller darüber kommen. Ein bisschen Gesundheit. Das kommt mir gerade recht. So. Dann waren wir, glaube ich, hier. Und die Bank müsste sich dann folglich genau da hinten befinden. Hier war unsere epische Schlacht. Naja, oder so in der Art. Und da ist die kleine Bank. Oh Gott, ich habe euch nicht gesehen. Tut mir leid, ich wollte euch nicht stören. Wollt ihr da gerade die Bank überfallen oder wie? Ich bin nicht von der Polizei oder so. Ich habe nichts dagegen. Epische Schlacht Teil 2. Okay, ich brauche den Moskito. Wenn ich ihn finde. So. Okay. Oh. Komm, komm, komm. Schade, dass hier nirgendwo Munition liegt. Panzerfaust? Nee. Ist hier jetzt irgendwo ein... Oh Gott. Ach ja, die können sich ja TP'en. Die Säue. So, ist hier denn wirklich nirgendwo dieses Ding? Dieser Moskito oder wie der hieß. Come on! Ich wollte eigentlich eine Skyline-Kill machen, aber so geht's auch. So, ich glaube. Ich nehme mal das Maschinengewehr von dir, dankeschön. Ich weiß, du hättest Muni für mich, aber ist mir jetzt egal. Boah, bam! Wenigstens die normalen Soldaten kann man hier gut leicht besiegen. Oh Gott. Skyline-Angriff! Hallo! Oder so, dann halt. Ist mir auch kein Problem. Oh Gott, so viel Stress hier. Crap, crap, crap. Aber ich glaube, jetzt sind nur noch die... Ah, hier war ein Waffenautomat gewesen. Aber jetzt... Jetzt können wir es schaffen. Okay, nur noch einmal den Kreis hier drehen. Oder nach unten. Warum nicht? Komm. Ha! Mein Waffenautomat ist tot, oder? Na toll, die haben ihn kaputt gemacht. Die haben mein Spielzeug kaputt gemacht. Das finde ich auch nicht gut. Verletze deine Verbündeten nicht. Ich habe meine Verbündeten nicht verletzt. Oh. Schade, dass hier irgendwo irgendwie Medikits oder was rumliegen. Muss ich mich aufs Schild verlassen. Verdammt, die haben auch einen Feuertypen. Habe ich gar noch nicht gesehen. Ja, ja, beruhige dich mal. Oh, es explodiert, glaube ich. Cool. So, dann bist nur noch du übrig, was? Na? Was hast du jetzt zu sagen? Nicht mehr viel, oder? Puh, dafür ist auch meine Munition leider alle. Aber nun können wir doch endlich in die Bank, oder? Ja.
So. Ja, musst du doch am besten wissen. Was war das? Oh, die Tür war vorher nicht offen. Das kann ich dir mal... Dankeschön. Ein Aufzug. Na gut. Was, wir verlassen den Bereich? Wohin geht's denn, bitteschön? Ich luke mal auf die Anzeige und ich glaube, okay. Wir fahren jetzt in die Bank rein. Glaube ich zumindest. Und dann entlasse ich euch von der heutigen Aufnahmesession. Haupthalle der Bank des Propheten. Okay, die ist natürlich ein bisschen größer. Sah von außen auch so aus. So. Denn, ja, das war's mit dieser Folge vom Let's Play Bioshock Infinite. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann erkunden wir die Bank und finden da hoffentlich auch einen Riss. Da oben ist auch schon. Nein, das ist nur ein Frachthaken. Okay. Vielleicht finden wir auch einen anständigen Riss. Dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.